Am Margarete-Rothe-Gymnasium werden ungefähr 800 Schüler von rund 75 Kolleginnen und Kollegen unterrichtet. Und ja, wir lehren und lernen in dem urbanen und wachsenden Stadtteil Barmbek. Eine Schule im Grün, aber doch städtisch. Schule voller Möglichkeiten bedeutet für uns als Schule, dass wir uns sehr bewusst breit aufgestellt haben, nicht eine Spezialisierung vorgenommen haben, weil wir der Überzeugung sind, dass wir für alle Beteiligten viele Möglichkeiten bieten wollen und nicht nur für eine Teilgruppe. Wir alle stehen ja vor der Aufgabe, Digitalisierung im Unterricht sinnvoll einzusetzen. Und so verstehen wir das auch. Wir wollen keinen Unterricht durch digitale Medien oder digitale Geräte ersetzen, sondern wir wollen ihn besser machen durch digitale Geräte, um den Lernerfolg am Ende zu sichern und zu verbessern. Wir haben am MRG, bieten wir neben Englisch, das haben ja sowieso alle schon in der Grundschule, bieten wir Spanisch, Französisch, Latein an. Unser Sohn hat viele Sachen genutzt, war häufig länger in der Schule, als er eigentlich sein müsste. Und das, muss ich sagen, macht diese Schule einfach sympathisch, dass ich gemerkt habe, okay, er geht da gerne hin. Schule voller Möglichkeiten bedeutet für Schüler auch, dass sie auch nach der Schule noch hier bleiben können und das auch gerne tun, weil es im Ganztag auch ein breites Angebot gibt. Ich bin vom Schulzirkus Pampelmuse an dieser Schule und wir trainieren jeden Mittwoch in der Schulwoche nach der Schule. Also ich finde es sehr gut, dass es eine Auswahl gibt für alle Leute. Also wenn du zum Beispiel lieber zeichnest und nicht so gerne mit Wissenschaft bist, dann kannst du Kunst nehmen und halt auch andersrum kannst du lieber IT nehmen oder so. Und das ist auch sehr schön als Schüler, weil es gibt da so viele Sachen, die man machen kann. Emma fragt, es ist halt eine Podiumsdiskussion, die von Schülerinnen und Schülern organisiert wird. Und wir laden halt Politiker oder Leute aus dem Bereich Journalismus zu uns ein. Und wir diskutieren dann halt mit ihnen über politisch brisante und aktuelle Themen. Und Themen waren zum Beispiel schon mal die EU, Antisemitismus und letztes Jahr halt auch Meinungsfreiheit. Und für dieses Jahr organisieren wir halt eine digitale Podiumsdiskussion wegen der Corona-Pandemie. Und da reden wir halt vor allem über Ökologie und Ökonomie. Wir wollen unseren Kindern ganz definitiv viele, viele Möglichkeiten bieten, um sich zu entfalten. Und zwar ganz egal, ob wir sie jetzt begabt nennen oder besonders talentiert nennen oder ob wir sie unterfordert nennen in irgendeinem Bereich. Wir wollen einfach ihnen die Möglichkeit geben, sich ihrem Potenzial gemäß zu entfalten. Also eben dieser Initiative folgend. Wir wollen, dass jedes Kind hier bei uns, egal wo es sozial betrachtet herkommt, einfach die Möglichkeit hat, sich hier frei zu entfalten und sich zu entwickeln. Wir sind eben eine Schule voller Möglichkeiten und wir sind das Gymnasium in Barmbek.